Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video. Heute reagieren wir mal auf die besten Weihnachtswerbespots. Ja, Leute, wir haben Weihnachten, deswegen frohe Weihnachten an alle. Ich hoffe, ihr bekommt die Geschenke, die ihr euch gewünscht habt, Leute. Und wenn ihr nicht artig wart, dann tut es mir leid. Aber Leute, ihr seid auch nicht artig, wenn ihr nicht auf den Abo-Button drückt. Deswegen haut jetzt sofort drauf, haut doch auf den Like-Button, sonst habt ihr einfach Pech. So, dann kriegt ihr keine Geschenke. Also ich würde es nicht riskieren. Lass uns heute mal die 5000 Likes schaffen. Und ich bin mal gespannt auf die Werbespots. Da ist zum Beispiel Edeka, Otto und alles mögliche dabei. Deswegen würde ich mal sagen, Leute, wir labern nicht so lange rum, sondern fangen hier direkt mal an mit dem ersten Werbespot von Edeka. Und so weihnachtlich sieht das gar nicht aus. Aber abwarten, Leute, abwarten. Das ist auf jeden Fall hier irgendwie gefühlt im Jahr 3020, wo die ganze Menschheit überrumpelt wurde von den Robotern. Ja, und ja, so sieht das dann wahrscheinlich auch aus in 100 Jahren. Oder in 1000. Keine Ahnung, wie weit die Technologie sich noch entwickeln wird. Aber wunderbare Weihnachten ist da irgendwie so ein Kinofilm. Und er ist anscheinend davon angeturnt. Und haut von seiner Gruppe ab. Und ist jetzt auf einer Mission. Aber auf welcher Mission? Okay, es sieht anscheinend aus wie so ein alter Kinosaal. Und für ihn ist es so was Neues zu entdecken. Ich denke mal, so in 1000 Jahren wird es gar keine Kinos mehr geben, weil wir gefühlt die ganzen Filme einfach auf einer Brille dann gucken können, wenn wir sie aufhaben. Aber Menschen fliehen vor künstlicher Intelligenz. Ey, wenn dieser Werbespot die Menschheit vorhersagt, dass wir bald alle fliehen vor Robotern. Ey, yo, der hat sich jetzt einfach den Film angemacht. Leute, ihr habt jetzt zwei Optionen. Packt ihr die Geschenke am Morgen aus, an Weihnachten, oder abends bei an Heiligabend mit allen zusammen. Lasst es mich gerne mal wissen in den Kommentaren, Leute. Machen wir mal so, Like ist für abends, Abo ist für morgens. Machen wir einfach so, Leute. So, aber was macht er jetzt? Will er jetzt wieder Menschen entwickeln? Okay, also ist auf jeden Fall schon mal gut gemacht, Alter. Könnte auch aus dem Kinofilm sein. Ist aber eine Werbung, Leute, ne? Hä? Stellt er jetzt die Szene nach aus dem Video? Oh, der ist traurig, Leute. Ja, er ist halt ein Roboter, der gerne mit Menschen Kontakt hätte. Hä? Geht das nochmal die Zeitung? Was macht er jetzt? Sucht er die jetzt? Okay, also das ist quasi da, wo das Foto gemacht wurde. Und ich glaube, er hat das Gefühl, dass die Menschen auf dem Berg sind. Und da begibt er sich jetzt auch hin. Aber Vorsicht, dass er nicht nass wird, weil Technik und Wasser ist nicht so optimal. Aber was macht er jetzt? Er ist auf einer langen Reise und es sieht menschlich aus. Wie reagiert man auf Roboter, Leute, wenn man von ihm fliehen muss? Ja, erstmal das Kind schützen. Hätte ich auch gemacht. Oh gut, aber der hat ein nettes Geschenk mitgebracht. Oh, vorsichtig. Den Stern von einem Weihnachtsbaum, den man ganz oben rauf macht, hat er mitgebracht. Oh. Was ist, ich frage mich, pass auf, was mich auch mal interessiert. Viele Leute essen ja einfach so zum Beispiel eine Gans zu Weihnachten oder eine Ente oder irgendwas anderes. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr so zu Weihnachten immer esst. Würde mich mal interessieren. Weil, ja, bei uns gibt es eigentlich immer so das Übliche, nichts Besonderes eigentlich, also keine Ente oder so. So, und der hat jetzt ein Herz bekommen. Also er ist jetzt menschlich. Das ist eine heftige Geste. Ohne Liebe ist es nur ein Fest. Schöne Werbung auf jeden Fall von Edeka, ne? Ja, Edeka. Not bad, Alter. Not bad. Aber ich habe das Gefühl, das Ganze geht noch besser. Und zwar ist jetzt hier noch die Werbung von Bärenmarke. Kennt, glaube ich, jeder von euch. Ist so diese, ja, so eine Mischung aus Müllermilch und ganz normale Milch. Ist halt einfach so eine Milch oder so, die gut schmeckt. Und das ist jetzt quasi Werbung. Also ich dachte am Anfang, es wird so altmodisch. Aber nein, es lief einfach nur im Fernsehen. So, und hier haben wir ein kleines Mädchen, was anscheinend träumt. Und wacht jetzt quasi in ihrem Traum auf. Okay. Mitten im Wald aufgewacht.
Alles voller Schnee? Oh mein Gott. Und sie wird attackiert. Von zwei Jungs, die sich mit Schneebällen abwerfen. Ey, lauf! Und der Hase läuft auch weg. Der ist jetzt ins Dreijungs geworden. Was geht denn bei denen ab? Das ist ein richtiger Albtraum von der Vierjährigen. Okay, und jetzt? Was macht sie jetzt? Lässt sie nicht auf sich sitzen, oder? Oh. Ihr Bär ist am Start. Der Bärenmarkenbär. Also ohne Spaß, ne? Sorry, aber wer Angst hat vor so einem süßen Bär, weiß ich auch nicht, ne? So ein Bär würde ich ja in den Arm nehmen, anstatt vor dem wegzulaufen. Aber, ja, ist doch besonders. Für böse sieht er nicht aus. Jetzt sind wir auf einmal hier in einem Kinofilm. Sind wir hier bei... Wie heißt der Film nochmal? Ab oder so? Yo, die fliegt ja richtig hoch, Mann. Richtig abgehoben ist die. Und kuschelt sich jetzt an den Bär hier ran. Oh, er lässt jetzt aber nicht los, oder? Auf einmal kann sie fliegen, oder? Wahrscheinlich, Digga. Okay, es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Aber ich frage mich im Endeffekt immer noch so. Sie machen ja alle so die verrückteste so Weihnachtswerbung, ne? Was hat das im Endeffekt mit der Marke zu tun? Weil häufig ist ja so, dass die Werbung einfach so verrückt ist. Guck mal hier, damit wir Kinderträume wahr werden, schenken Bärenmarke, 3000 Bärenmarkenbären, okay. Also anscheinend irgendwie so eine Weihnachtsaktion. Aber das war auch jetzt die Werbung von Bärenmarke und ich muss sagen, hat irgendwie nichts mehr mit Milch zu tun oder so, ne? Otto legt jetzt auch nach. Und zwar kennt, glaube ich, jeder Otto von euch, oder? Also übrigens auch alles hier unbezahlt. Ich reagiere einfach nur auf Werbespots, Leute. Und die hasseln hier erstmal eine Animation raus. So eine Weihnachtsanimation. Und, ja, da steht erstmal an Opa. Also irgendein Brief an Opa, der wohl nicht durchgegangen ist. Und ich glaube, es war er. Es ist, glaube ich, er selber, der damals einen Brief an seinen Opa schicken wollte. Und der ist anscheinend nie angekommen. Oh, guck mal, seht ihr? Der ist quasi damals da gelandet. Oh, und jetzt ist er einfach gefühlt 70, 80 Jahre älter. Und bewahrt sich den jetzt auf? Hm. Was macht er denn jetzt? Opa, weißt du noch? Ich hatte mir doch zu Weihnachten ein Fahrrad gewünscht. Wollte dich nur daran erinnern. Ich hoffe, es geht dir gut im Himmel. Dein Tommy. Nee, das ist nicht, er ist nicht, das ist quasi der Opa. Sorry Leute, mich verwechselt. Das ist Tommy, der Rechte hier. Das ist der, den Brief gesendet hat. Oh. Entschuldige, dass es so lange gedauert hat, Opa. Oh, das ist aber süß. Das ist aber sehr süß, Leute. Ich dachte gerade kurz, es war so eine Zeitspanne. Weihnachten ist in dir, Otto. Ja. Jetzt kommen wir aber auch nochmal zu einer Werbung mit Tassen. Oh, er wünscht sich Lego. Okay, ruhig, ganz ruhig. Habt ihr verstanden? Bin nicht taub. Lautendeutsch, okay? Lego, Lego wird's. Und, was willst denn du, kleine süße Landei? Ich will... Okay, wie so schüchtern. Spuck's aus. Ich will... Heute noch, du Eierbirne, aus. Du Eierbirne. Spring mal kurz hier rein, solange du noch klemmst, okay? Knubbel und tschüss. Was zur Hölle machst du hier? Ich bin happy, Alter. Ich was bin geht so hier happy. Ab? Ey, und mach dir keine Sorgen. Du, ich war ein guter Junge dieses Jahr. Okay, wenn du hier jetzt nicht abhaust, dann gibt's gleich eins auf die Schnauze, guter Junge. Mhm. Ich bin's, du. Ja, Mann, ich weiß, dass du's bist. Und weil ich so ein guter okay, Junge war, okay, paar Wörter muss ich hier gerade zensieren. Könntest du sogar nein, nein, ich meine, ich bin. Alles klar. Verstehst du, Mann? Ich! Ja, ja, weiß ich doch. Du, nur... Scheiße, Mann, das ist ein Kostüm! Schluss mit der Kacke, du bist so alt und glaubst immer noch an Weihnachtsmann. Den gibt's nicht. Und weißt du was? Den Osterhase, den gibt's auch nicht, okay? Jetzt halt die Schnauze und verpiss dich! Oh, shit. Eieiei, was dreht denn diese Porzellantasse so durch? Euch allen frohe Weihnachten. Wer glaubt, ist selig. Was ist mit der Zahnfee? Was ist mit Nein? Okay, Yeti. Was ist mit Hi? Was ist mit Nein? Das müsste ja echt sein, oder? Loch Ness?
Mann, warum gibt's denn die alle nicht? Weil's die nicht gibt. Warum gibt's die alle nicht? Ich hab echt satt, dass du immer alles kaputt machen musst. Du bist ein Kaputtmacher, weißt du das? Immer hackst du auf mir rum. Hast du echt gedacht, dass all die Dinger existieren, nein, bevor wir drüber nein, geredet haben? Nein, die haben existiert. Du hast sie jetzt zerstört mit deinem dummen Gelaber. Gott, jedes du solltest Mal, wenn du was sagst, du solltest echt eingewiesen werden, weißt du? So ein Lügner. Du gehörst in den Gummiraum. Was ist das für eine Werbung? Premium Porzellan, made in Germany, you flach. Ah, ist klar, okay, Freunde. Also, ja, das waren jetzt so Werbespots, die ich so finden konnte, die auf Deutsch waren. Wenn es euch gefallen hat, haut auf jeden Fall auf den Like-Button, auf den Abo-Button. Ihr wisst Bescheid, drückt auch die Glocke, Leute. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, lasst mich gerne wissen in den Kommentaren. Ich fand es auf jeden Fall sehr amüsant. Aber, Leute, hier ist jetzt auf jeden Fall nochmal ein richtig geiles Video, was ihr auschecken könnt. Ich meine, hey, klickt drauf, es sieht geil aus. Also, worauf wartest du? Raufklicken, abgehen, neue Videos gucken, durchgucken. Wer alle Videos durchguckt, ist ein Ehrenmann. Also, klick drauf.